Heute mal wieder ein kurzes Rezept. Das Bananeneis habe ich jetzt schon vorbereitet. Ganz einfach so viele Bananen, wie ihr mögt. Einfach in den Mixer oder in eine Küchenmaschine. Dann für die Soße benötigt ihr mindestens eine Mango, könnt gerne auch mehr nehmen. Ja, also zwischen 15 und 20 Datteln könnt ihr nehmen. Auch gerne mehr, wenn ihr es süßer mögt. Und dann kommt noch in die Soße ein bisschen Zimt. Und das war's dann auch. Also schält jetzt die Mango, macht das in den Mixer rein. Mit den Datteln zusammen und noch Zimt dazu. Und dann habt ihr schon die Soße. Die Datteln verlinke ich euch unter dem Video. Und ich benutze mal diesen Zimt hier von Lebensbaum. Das ist der gemischte Ceylon und Cassia Zimt. Und der ist wirklich, ich habe schon sehr viele Sorten ausprobiert, aber der ist wirklich am leckersten. Und der passt überall mit dazu. Also gerade so, wenn man so Obstgerichte macht oder Eis oder sonst was und ein bisschen Zimt drauf. Einwandfrei. Und so sieht dann die Soße aus. Und die machen wir jetzt noch über das Eis drüber. Und dann ist das Eis auch schon fertig. So sieht das Endergebnis dann aus. Yummy!